Die zentrale These, die die wirtschaftliche, soziale und politische Situation zusammenfassen würde, könnte man es so bezeichnen: ohne die staatliche Subvention, ohne die staatliche Regulation wäre das Bankensystem zusammengebrochen mit allen katastrophalen sozialen, wirtschaftlichen und unbekannten politischen Konsequenzen und vor allem unkontrollierbaren Konsequenzen. Wir wissen, dass der menschliche Reichtum, alles das, was wir sehen und täglich benutzen, durch die menschliche Arbeit geschaffen wird. Und wir wissen, dass der Profit der Kapitalisten aus der unbezahlten Mehrarbeit der Arbeiterklasse abgerungen wird. In § 34 des vorliegenden Dokumentes rechnen wir aus, dass jeder und jede Metallarbeiterin, jeder und jede von 180.000 Metallarbeitern in Österreich pro Monat 1.000 Euro erwirtschaftet, die direkt in die Tasche der Eigentümer fließt. Damit ist eigentlich nur ein Teil des Profites beschrieben. Ein Teil des Profites wird reinvestiert, geht für die Grundrente drauf. Es sind allein nur 1.000 Euro, was einfach unproduktiv der Gesellschaft abgerungen wird und dem Eigentümer der Produktionsmittel zufließt, der damit wahrscheinlich auf Finanzmärkten spekuliert. Das ist ja natürlich ein grundlegender Mechanismus im Kapitalismus. Was allerdings neu ist heute, dass die Löhne, also das, was der Teil ist, den man braucht, um die Arbeitskraft zu erhalten und zu reproduzieren, gleichzeitig die Hauptbasis ist der steuerlichen Last der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, das Budget, das Staatsbudget wirkt wie ist ein permanenter Umverteilungsmechanismus von der Arbeit, also vom Lohnanteil der Arbeit hin zum Kapital. Und noch größere Beträge, also Reichtumspositionen der Bourgeoisie, wenn man so will, werden garantiert durch Nationalzentralbanken oder Exportförderungsbanken etc. Also werden durch die Steuerzahler garantiert. Das letzte Beispiel, was hier in der vor ein, zwei Wochen an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass das ganze Investment der Raiffeisenbank in Ukraine und in Moskau, also Kapitalexport, garantiert wird durch staatliche Kapitalexportgarantien. Das haben nicht einmal die österreichischen Aufsichtsratsbehörden irgendwie gewusst. Und sowas hat es noch nie gegeben, weil normalerweise war das dazu da, um Maschinen in den Sudan irgendwie zu exportieren. Nein, wir garantieren jetzt von vornherein für den Kapitalexport an sich. Das Ganze ist insbesondere in den Paragraphen 11 bis 13 irgendwie beschrieben. Und nun haben die Bürgerlichen nie mehr gesagt, naja, das ist ja nur fiktiv, das sind ja nur Garantien. Aber fiktiv heißt einfach nur, dass irgendwie dahinter keine Warenwerte sind, sondern eben tatsächlich staatliche Garantien. Und der Staat ist, wie Engels irgendwie das beschrieben hat, in letzter Konsequenz eine Formation bewaffneter Kräfte, die diese Titel garantiert. Und dass das irgendwie kein Schmäh ist, erleben wir während dieser ganzen Wirtschaftskrise. Weil diese ganzen Garantien, wo es gar noch Kassen hat, die sind ja ein Geschäft für die Steuerzahler, werden der Reihe nach schlagend. Der größte Fall, der akut zur Diskussion steht, ist die Hypo. Könnt ihr euch noch erinnern, da hat es Kassen, naja, das kostet, da gibt es so viele Assets, da gibt es so viele Werte, wenn wir das jetzt verkaufen, dann wird das ein Nullsummenspiel. Der Gegenteil ist das Fall, die Presse hat diese Woche getitelt, der schlimmste aller möglichen Fälle tritt ein.
Das ganze Teil wird uns tatsächlich, so wie wir als Organisation das behauptet haben, es wird alles auf unsere Schultern abgelagert werden. 19 bis 20 Milliarden. Und die nächste Bank wird die ÖFAG sein, die FPÖ ist irgendwie die erste Partei, die hier anfängt nachzuforschen. Und man kann davon ausgehen, dass das wieder 5 bis 6 Milliarden sein werden, die aus Steuergeldern, also von den Löhnen der Arbeiterklasse gezahlt, durch Lohnsteuer und Mehrwertsteuer, direkt ans Kapital zu fließen, um dieses System zu stabilisieren. Ohne die stabilisierende Rolle des Gesamtkapitalistenstaats wäre dieses System von Krise zu Krise irgendwie gestürzt und ökonomisch zusammengebrochen. Und es ist ja die Studierenden der Uni, der Technischen Universität in Wien zu verdanken, die haben sich einmal überlegt und sich ausgerechnet, was irgendwie das bedeutet. Dieses fiktive Kapital, diese fiktiven Garantien, die allein in die Hypo geflossen sind, könnte man so eine Stadt bauen. Für 200.000 Einwohner, eine wunderschöne Stadt, wo man wirklich das Leben neu absetzen kann. Nicht nur schöne Wohnungen, sondern ein öffentlicher Verkehr, Schulen, alles. Alles das für 200.000 Menschen, das fließt an gescheiterte Kapitalisten. Die machen irgendwie hier ihre Garantien schlagen. Und das ist ein zentraler, das zeigt einfach, wie reaktionär dieses Gesellschaftssystem geworden ist. Es wird einfach gesellschaftlicher Reichtum verpulvert, um die Vermögenspositionen der Bürgerlichen zu verteidigen. Der Kapitalismus hat historisch keine progressive Rolle mehr, ist an seine Grenzen gestoßen und darüber hinaus. Und das ist genau das, was auch im Österreich-Perspektiven-Papier genannt wurde und der Jordi in seinem Lead-Off beschrieben hat, die 100-jährige Stagnation. Jetzt könnte man irgendwie glauben, naja, 100-jährige Stagnation, naja, wenn es eh so stabil bleibt, wie es jetzt ist, uns geht es ja eh nicht so schlecht. Aber das Problem ist, der Kapitalismus ist ein ökonomisches System, das von Akkumulation, also sprich Anhäufung von Reichtum und von Kapitalexpansion lebt. Und wenn das nicht mehr möglich ist, aufgrund einer jahrhundertlangen Stagnation, werden einfach überall Widersprüche aufbrechen, soziale, politische, militärische, wirtschaftliche etc. Das heißt, wenn wir schreiben, wir sind der Überzeugung, dass die soziale Revolution eine Angelegenheit unserer Generation ist, dann ist das keine Phrase, keine Motivationsphrase oder sonst was, sondern dann ist das einfach nur der pure Ernst, abgeleitet aus unserem Verständnis der Funktionsweise des Systems und der objektiven Situation. In den Reihen der Kapitalisten selber hat sich diese Idee durchgesetzt, durchgefressen. Sie wissen, dass es nicht mehr geht. Im Papier sind jetzt solche Sachen genannt wie, wie nennen Sie das System? Corporate, Kokain, verrückte, wer sagt mal, wo das irgendwo steht? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Corporate, Kokain, Zombie-System, Ideen, die nicht sterben wollen, etc. Die wissen, dass das Ganze auf Sand gebaut ist und sind von großem Pessimismus geprägt. Vor zwei Wochen, wahrscheinlich an einem nobleren Ort wie wir, hat sich in Wien die weltweite Manager-Elite getroffen. In ihrer Einladung schreiben sie, wir sind in einer Situation wie Anfang des 16. Jahrhunderts bei den Bauernkriegen und entweder ist das irgendwie so, dass wir uns aus dieser Krise rausmanagen oder dass die Gesellschaft so auseinanderbrechen wird wie zu Beginn der Neuzeit. Und was in der populärsten Form, ich könnte mich noch erinnern, am Anfang der Krise haben sie immer einen Experten dazu eingeladen. Was bedeutet das mit der EZB und so? Der hat gesagt, ja, das ist super, da kommt frisches Kapital, wird wieder investiert werden.
Nach der letzten Maßnahme der EZB haben sie mit ZIP 2 4 Experten interviewt, wo jeder genau das Gegenteil irgendwie gesagt hat und am Schluss haben sie ein großes Fragezeichen in den Bildschirm irgendwie projiziert. Das heißt, die wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen. Ja? Und das ist ein fundamentales Feature, nicht einer kleinen Krise oder so, sondern einer fundamentalen, objektiven Änderung in der ökonomischen Basis der kapitalistischen Gesellschaft, auf der Grundlage die Widersprüche aufbrechen werden, die die Revolution, die soziale Revolution mit sich bringen wird. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob diese soziale Revolution erfolgreich sein wird oder nicht. Und wenn sie nicht erfolgreich sein wird, bedeutet das einfach eine Barbarei. Aber wir gehen davon aus und tun alles daran, dass die Waage der Geschichte auf Seiten der Menschheit zum Liegen kommen wird. Und das Ganze ist ein globales Phänomen. Man kann nicht mehr scharf trennen zwischen wirtschaftlicher, sozialer, politischer Krisen, sondern das verdichtet sich immer mehr zu einer einzigen Problemlage. Im Papier steht drinnen, dass diese Problemlage für einige Regionen der Welt schon so weit ist, dass wir tatsächlich einen Zusammenbruch überhaupt der Staatlichkeit erlebt haben oder das, was als zivilisatorische Aspekte von Staatlichkeit verstanden wird, politisch gesagt, die ganze Idee der Etappenrevolution, der Etablierung stabiler, bürgerlicher, demokratischer Regime ist auf der Welt einfach gescheitert. Wir haben heute in Regionen im Nahen Osten, in Libyen, in Irak, in Syrien, in Afghanistan, in weiten Teilen von Afrika, wurde das, was einst eine menschliche Gesellschaft war, abgelöst durch einen Krieg konkurrierender Banden, die mit irgendwelchen Mächten staatlich organisiert oder privatkapitalistisch organisiert in Bündnis stehen. Und in abgestufter Form ist Österreich, ist die österreichische Gesellschaft Teil dieses Prozesses. Zwei Sachen, die hier irgendwie zu nennen sind. Es ist einerseits so, es ist sehr still worden rund um die Frage des Euros, aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Frage wieder aufbrechen wird. Wie OECD, EZB etc. irgendwie festhalten, ist es so, dass kein fundamentales Problem dieser Eurozone gelöst worden ist, sondern es ist einfach nur abgedämpft worden und das wird wieder aufbrechen. Griechenland ist bankrott, das weiß jeder und es ist nur eine Frage des Zeitpunkts, wann das schlagend wird. Gleichzeitig finden in Griechenland politische Prozesse statt, wo heute die Syriza die führende Partei ist, mit absolutem Abstand, 38% zu 27% die Konservativen. Und es wird nächstes Jahr eine Syriza-Regierung kommen. Das Problem wird irgendwie sein, dass sich mittlerweile ja, dieser Syriza-Apparat so dem Kapital unterworfen hat, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass er die griechische Krise auf Basis des Kapitalismus mit vernünftiger Politik lösen kann, mit partiellen Schuldenschnitten, mit einer anderen Rolle der EZB, mit Garantien von anderen europäischen Staaten und der EZB etc. Das Ganze wird ökonomisch scheitern müssen. Allerdings sind damit wichtige politische Fragen verbunden. Erstens mal in Griechenland selber. Es wird einfach so sein, nachdem die griechische Arbeiterbewegung die Sozialdemokratie überwunden hat, hat sie eine neue Sozialdemokratie gekriegt. Das heißt, die ganzen linken Hoffnungen, die Hoffnungen zur Verbesserung der sozialen Lage werden zerstört werden und die politische Klärung muss in eine neue Runde gehen. Die Perspektive unserer griechischen Genossen ist, dass das auf jeden Fall zu einer Spaltung der Syriza führen wird, wo wir alles daran setzen, um hier einen möglichst großen Teil dieser syrischen Spaltung für ein revolutionäres marxistisches Programm zu gewinnen. Das ist das, was wir im Zentralkomitee der Syriza vorantreiben.
Auf der anderen Seite wird es aber auch direkte politische Folgen haben für Österreich, weil es gibt hier, ich werde später noch genau darauf reden, spezifisch darauf eingehen, weil es total wichtig ist, hier das genauer zu beleuchten auf dieser Konferenz, wie diese Spannungstendenzen in der Arbeiterbewegung sich ausdrücken werden. Aber das wird ein interessantes zeitliches Match werden, wie schnell, dass diese Syriza-Regierung entblättert wird oder wie viel Hoffnungen, dass die in Österreich wecken kann in der Linke, wie viel Menschen, die Hoffnung geben kann, quasi hier eine Alternative politisch zur Sozialdemokratie aufzubauen. Es wird also ein Wettlauf mit der Zeit werden. Auf der anderen Seite haben wir das zweite Phänomen, was fundamentaler fast noch wichtiger ist für das österreichische Kapital und damit für die österreichische Gesellschaft. Das ist die Entwicklung in Osteuropa. Ich glaube, wir haben dazu sehr gute Arbeit geleistet, das aufzuarbeiten, das zu erklären. Nur die meisten Daten sind hier in diesem Dokument, nur kurz erklärt. Die wichtigsten Fundamentaldaten, die Ruhe der österreichischen Gesellschaft der 1990er Jahre bis inklusive 2007 war nicht zuletzt deshalb aufgrund des massiven Kapitalexports durch österreichisches Kapital nach Osteuropa. 2007, im Jahr vor dem Ausbruch der Krise, wurden 59% der Profite auf der in ATX gelisteten Unternehmen in Osteuropa erwirtschaftet. Das heißt, dieser Kapitalexport von österreichischem Kapital hat umgekehrt zu einem Reichtumsimport geführt, was ein wichtiges Schmiermittel für soziale Stabilität war. Seit der Krise hat sich das komplett umgedreht. Am Anfang des Jahres hat die österreichische Nationalbank errechnet, dass seit Beginn der Krise 2008 44 Milliarden Euro verpufft, verloren worden sind an Investments in Osteuropa von österreichischen Firmen. Das ist eine ziemliche Summe, wenn man weiß, dass das irgendwie 20 Milliarden sind. Und bei diesen 44 Milliarden ist die Hypo noch nicht berücksichtigt. Das heißt, das, was ein Aufschwung für das österreichische Kapital bedeutet hat, heißt jetzt einfach nur umgekehrt, dass wir in einem langen, langen Leidensprozess sind. Dass quasi hier Profite, die woanders gewirtschaftet werden, nämlich in Österreich selbst, von der österreichischen Arbeiterklasse verwendet werden müssen, um die Verlustabschreibungen in Osteuropa, am Balkan zu finanzieren. Jetzt kommt irgendwie die Hypo, das wird jetzt echt lustig. Ihr könnt euch erinnern, Anfang des Jahres haben sie gesagt, alle zusammen, Faymann, Nowotny, der Chef der ÖMB, damalige Chef der Hypo, die haben gesagt, ja, das mit der Verstaatlichung, das ist überhaupt kein Problem, da gibt es ur viele Assets. Zum Beispiel ist unsere Balkan-Tochter, Ex-Jugoslawien, das ist 1,8 Milliarden Euro wert. Und wisst, was jetzt der Verhandlungspreis ist, um diese Hypo Balkan, Kroatien, Slowenien, Serbien etc. zu verkaufen? 500 Millionen plus Schuldenerlass. 500 Millionen auf die Hand, damit den Schaß jemand nimmt, ja? Wo man uns irgendwie gesagt hat, das ist 1,8 Milliarden Euro wert. Dieser US-Investor, der das kauft, verlangt 500 Millionen auf die Hand plus alle staatlichen Risiken, dass er das Geld irgendwie trotzdem rauskriegt. Plus waren die österreichischen Politiker so gescheit, dass sie Verträge gemacht haben mit der ehemaligen Mutterbank, wo man wahrscheinlich 2,4 Milliarden, das wird jetzt in München prozessiert, fließt von unserem Budget, von unseren Lohnsteuern an die Hypobank Bayern. An die Landesbank Bayern. Und die Presse schreibt heute Morgen, wenn man das alles zusammenrechnet, was alleinig die Balkantochter kosten wird, werden das 5 Milliarden sein. Sprich, aus einem Wert von 1,8 Milliarden ist der Verlust gestellt von 5 Milliarden geworden, was alles von Steuerzahler und Steuerzahlerinnen getragen wird. Und
Jetzt habe ich nur über die spezifischen Probleme geredet, dass das österreichische Kapital hat. Da kommen dann noch andere Sachen dazu. Morgen ist eine Volksabstimmung in der Schweiz über den Goldstandard von Schweizer Franken etc. Es ist alles voll, das ist gespickt mit Problemen. Die politische Reaktion des österreichischen Kapitals bezeichnen wir als nationaler Schulterschluss. Sprich, alle Kräfte der Gesellschaft irgendwie zusammen, um das österreichische Kapital schadlos durch diese Situation zu bringen. Wir sehen ein Revival der Sozialpartnerschaft, überall sind wieder Sozialpartner. Und der politische Ausdruck dessen ist die Große Koalition. Und was neu ist, seit Herbst, vielleicht ist das aufgefallen, seit dieser Regierungsklausur in Schladming, auf einmal wird alles als unideologisch deklariert. Man darf nichts mehr ideologisch sehen. Und das ist so wie 1914, hat es auch Ideologie gegeben, hat es nur Vaterlandsverteidigung gegeben und irgendwie die notwendigen praktischen Schritte, um diese Vaterlandsverteidigung vorzunehmen. Und daher sind wir jetzt auf einmal auch in der höchsten Politik in die Ära der Postideologie eingetreten. Die Bourgeois, wenn man ihre Kommentatoren liest, Kurierpresse, die sagen, naja, Gesundheit, Pensionsreform, ich glaube mit Pensions machen sie jetzt ziemlich Druck, das Verwaltungssystem, ja, da planen sie irgendwie überall so Sachen, aber sie sagen, wahrscheinlich geht das irgendwie gar nicht durch. Und in Wirklichkeit sind sie irgendwie momentan irgendwie zufrieden, dass es halt so eine Politik der kleinen Schritte gibt angesichts dieser Bedrohungsszenarien, die es hier gibt. Dieser nationale Schulterschluss, und ich finde es irgendwie total cool, es gibt eine andere gesellschaftliche Kraft, die diesen Begriff aufgegriffen hat, oder? Das ist irgendwie der FMMI, der Verband der Metall- und Maschinenverarbeitenden Industrie. Die haben auch bei einem Kollektivvertrag einen nationalen Schulterschluss zur Sicherung der Arbeitsplätze irgendwie und verlangt. Also das ist wirklich diese Ideologie, dass sie sagen, okay, es gibt keine Alternative als das zu machen, was es halt braucht, um das Kapital schadlos hier durchzubringen und den Standort Österreich zu verteidigen in stürmischen Zeiten. Nach dieser Etappe folgt wie das Amen im Gebet eine Bürgerblockregierung. Das kann man aus der europäischen Gesamtsituation ableiten und was wir hier bei den Perspektiven schreiben, ist sehr spezifisch. Wir werden sich sehen, ob es in der Realität wirklich so sein wird. Und es steht drin, es gibt irgendwie zwei Bedingungen, dass dieser Bürgerblock kommt, dass einerseits die SPÖ einfach unnütz wird, weil sie keine Kontrolle mehr ausüben kann über die Arbeiterklasse. Und wir sagen, ja, es wird spezifisch irgendwie genau so sein, dass diese Sinnlosigkeit der SPÖ, diese Unnützigkeit der SPÖ sich dadurch ausdrücken wird, dass diese Partei nicht mehr gewählt werden wird. Ja, und wenn die SPÖ nur noch irgendwie 24% hat und sich Punkt 2, eine stabile oder halbwegs stabile bürgerliche Regierung ausgibt, werden sie irgendwie sagen, so, jetzt lassen wir die irgendwie dumm sterben, die haben es auszuzelt wie eine Zitrone und jetzt nehmen wir uns entweder einer dieser Blitzableiter-Formationen rein, Wien Stornach hätte es sein können, die Neos werden es sein. Es gibt einen Abänderungsantrag, dass man die Grünen erwähnt, das stimmt, die bürgerlichen Sand, sowas wie eine stabile bürgerliche Kraft, kann man für so eine Regierung verwenden, aber die wahrscheinlichste Option wird einfach sein, dass man die FPÖ wieder reinholt. Und das ist irgendwie der zweite Faktor, also jetzt zuzeln sie die SPÖ noch aus und auf der anderen Seite müssen sie die FPÖ noch ein bisschen lagern lassen, so, oder wie ein guter Whisky irgendwie, dass es irgendwie nicht zu scharf brennt, wenn man irgendwie trinkt. Da man noch ein bisschen ablagern, damit, dass die schlimmsten antisemitischen Sprüche und Handzeichen und so da weg sind, dass es da keine unnötigen Provokationen gibt. Ja? Und es ist wie das Amen im Gebet, das wird in Frankreich so sein, in Deutschland, es wird überall irgendwie wird diese Option hier vorbereitet. Die
reden wir über die Arbeiterklasse. Punkt 51 steht ja sehr konkret, was ihre, wie die Führung der Arbeiterbewegung ihre momentane Aufgabe definiert. Nämlich wiederum im europäischen Gleichklang alle historische erworbene Unterstützung von Gewerkschaften und Arbeiterparteien wird mobilisiert, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Kapitals zu stützen. Wir sehen einen Aufstieg der Gewerkschafter in der Regierung von 4 SPÖ-Minister, von 6 SPÖ-Minister und Ministerinnen sind 4 aus dem Gewerkschaftslager, also 2/3. Ich habe so nebenbei gehört, es gibt Menschen, die wir kennen, die glauben, dass das irgendwie die Rückeroberung der Sozialdemokratie durch die Arbeiterklasse irgendwie darstellt. Nein, es ist irgendwie genau im Gegenteil der Fall. Es ist einfach nur so, dass die Offiziersposten des Bürgertums in der Arbeiterbewegung befestigt werden. Also dass die SPÖ so quasi die letzten sozialen Reserven mobilisiert, um irgendwie so ein bisschen was Stabiles zu haben und ihre Politik durchdrücken zu können. Im vorliegenden Papier steht was drinnen, was zu ziemlicher Polemik geführt hat, ich glaube 3 oder 4 Abänderungsanträgen. Bei der SPÖ handelt es sich um eine neoliberale Arbeiterpartei. Die Genossen haben absolut irgendwie Recht zu fordern, dass man in einem Perspektivpapier, das den Anspruch hat, wissenschaftlich zu argumentieren, mit klaren Definitionen arbeitet. Was damit gemeint war, war einfach nur, dass es eine Arbeiterpartei ist, die eine neoliberale Politik macht. Und das stimmt einfach. Das stimmt. Wer gestern irgendwie den Standard gelesen hat, keynesianische Ökonom? Schulmeister. Der Schulmeister gibt eine ziemlich klare Definition, dass ich vorher auch noch hier liegen gehabt habe. Nur ganz ein kurzer Absatz. Ich muss sagen, er argumentiert das echt ganz gut. Ohne das Versagen der Sozialdemokratie wäre die desaströse Entwicklung der letzten 40 Jahre nicht möglich gewesen. Der Fundamentalfehler, man begriff nicht, dass die Entfesselung der Finanzmärkte Teil eines Generalangriffes auf Sozialstaat und Gewerkschaften war. Daher organisierte man keine Gegenoffensive, nicht einmal eine klare Defensivlinie. Die neoliberale Selbstentmündigung der Politik erfasste vielmehr auch die Köpfe sozialdemokratischer Eliten. Im Namen der Freiheit müsse sich die Politik dem Markt unterwerfen, etc., etc., etc. Gestern hat der Parteitag der SPÖ begonnen und eine der Symbolfiguren der Linken, die Sonja Ablinger, hat auch genau das gesagt. Ja? Wir machen neoliberale Politik. Das heißt, wenn wir sowas sagen, die SPÖ macht neoliberale Politik, stellen wir uns überhaupt nicht irgendwo hin ins Abseits, sondern das wird von ganz moderaten Kräften wie einer Sonja Ablinger, Schulmeister etc. genauso gesehen und jeder spürt. Also ich glaube, der Andi Babel hat gestern eine gute Wortmeldung gemacht. Er hat gesagt, der Bürgermeister von Dreiskirchen, die älteren Genossen kennen ihn aus seinen Zeiten als internationaler Sekretär, der ist hier. Hätte man sich nie gedacht, dass der mal so. Er hat gesagt, die Leute sind nicht blöd. Sie verstehen den Unterschied zwischen politischer Rhetorik und tatsächlicher Politik. Und jeder spürt, dass die SPÖ diesem Kapital nichts entgegenzusetzen hat, außer komische Worthülsen und in Wirklichkeit genau das tut, was für das österreichische und das europäische Kapital notwendig ist. Aber gut, da man irgendwie konkrete Definitionen irgendwie diskutieren und ich glaube, am nächsten von dem, was hier korrekt ist, ist der Arbeitungsantrag für Linz.
Er sagt, es ist eine bürgerliche Arbeiterpartei mit einer bürgerlichen Führung, bürgerlichen Apparat. Ich hätte nur gerne dazu gesagt, dominiert, mit einem bürgerlich dominierten Apparat. Die Genossen in Linz, die Genossen und Genossinnen in Linz wollen das nicht. Darum haben wir versucht, irgendwie diese Diskussion, diese gibt zu synthetisieren mit einem Abänderungsantrag, der ich glaube, auf diesem Zettel irgendwie ist. Ja, ich glaube, das wird in der Diskussion irgendwie noch eine Rolle spielen. Ich überlasse das irgendwie mal hier dieser Diskussion. Was uns aber total wichtig ist, und hier ist eben auch dieser Linzer-Arbeitungsantrag total klar, was wir überklar und wahrscheinlich schneidet zu tief irgendwie hinein, aber es ist wichtig zu verstehen, es wird keine Selbstreformation der Sozialdemokratie von innen herausgeben. Das wird es nicht geben. Es braucht soziale Stöße, und ob es diese sozialen Stöße gibt, ob eine österreichische Arbeiterbewegung überhaupt an die SPÖ herantritt und versucht, ein politisches Instrument aus ihr zu machen, sagen wir, ist wahrscheinlich, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also hier findet ein großer Wandlungsprozess statt, und ich glaube, die Diskussion zu Weltperspektiven hat hier schon viel vorbereitet, indem man etwa die Prozesse in Spanien hier genauer angeschaut hat, wo diese Prozesse völlig an traditionellen Organisationen vorbeigehen. Und Südeuropa ist insofern hier nur so ein Spiegel in unsere Zukunft. Es wird einen Bruch geben mit der Sozialdemokratie und wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Und da muss man irgendwie politisch hellwach sein, um hier richtig zu agieren. Weil es diese Frage so wichtig ist, werde ich mein Referat irgendwie damit beenden. Aber ein bisschen müsste man irgendwie noch zuhören. Um das Teil zu verstehen. Es ist einfach so, dass mindestens 20 Jahre Unwohlsein und ein subjektiv empfundener Verrat mit der Sozialdemokratie zu einer ziemlichen Ausdünnung dieser Partei geführt hat. Man redet irgendwie davon, die wichtigste soziale Stütze sind die Pensionisten. Jetzt ist mal hinter einer Studie des Pensionistenverbands in die Hand gekommen und sie sagen, ja, die Pensionisten stehen voll treu zur Partei, nämlich die Generation 75 plus. Und die Generation 60 bis 65 kann man niemals so sicher sein, dass die irgendwie zur Wahl gehen und die SPÖ wählen und nicht vielleicht doch bei den Blauen irgendwie das Hackerl machen. Das heißt, wir sehen irgendwie, die SPÖ ist nicht dort, wo die PASOK ist, ganz und gar nicht. Und der wichtigste Unterschied dafür ist die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und Griechenlands. Aber wir sehen halt Jahre an Ausdünnung, was hier die Verbindungen der Klasse zu dieser Partei betrifft. Aber Achtung, wenn man jetzt den Parteitag gestern gesehen hat, ich habe eine Wette verloren, bin voll davon ausgegangen, dass das Bemühen des Parteiapparats, dass der Vereinmann 90% der Stimmen kriegt, gelingen wird. Und obwohl das ein total ausgesiebter Parteitag war, ist es so, dass Vereinmann wieder nur 83% der Stimmen gekriegt hat. Obwohl das, die haben seit 4 Monaten nichts anderes gemacht, in der Organisation, in der Öffentlichkeit etc., um Geschlossenheit hinterherzukriegen etc. Es hat nicht funktioniert. Und wenn die Presse heute titelt, sie sagt, das ist irgendwie der Anfang vom Ende von Vereinmann. Keine Ahnung, was, schauen wir mal, ob das ein bisschen übertrieben ist oder so, aber es ist doch ein interessantes Faktum, dass obwohl es irgendwie so einen Apparat gibt und obwohl die Leute darauf getrimmt haben, dass die Einigkeit herrschen muss, dass trotzdem eine so große Dissidenz sichtbar wurde. Also es gibt noch diese Beziehungen zur Klasse, zur sozialen Frage, die hier sogar auf einem Parteitag, wo 2/3 der Delegierten Angestellte der SPÖ sind, quasi sich durchspiegelt. So, jetzt dezidiert zur Gewerkschaftsbewegung. Der Wolfgang Schüssel hat damals geglaubt, dass es irgendwie total geschickt ist, wenn man die BAWAG, wenn man dem ÖGB die BAWAG wegnimmt.
Und in Wirklichkeit war das ein total befreiendes Element für die österreichische Arbeiterbewegung, weil das erste Mal, seit es den ÖGB gibt, dieser ÖGB von Mitgliedsbeiträgen abhängig war und nicht mehr irgendwie durch Finanzkapital Gewinne. Und darum war es irgendwie so, dass sobald es eine Möglichkeit gab, nach der tiefsten Krise 2007-2008, offensive Lohnkämpfe, insbesondere von der ProG im Metallerbereich geführt worden sind. Und was wir gesehen haben, und das war sehr interessant, dass in der ProG mit Rainer Wimmer und in der Wieder bei den Eisenbahnern mit Hebenstreit zwar Spitzenbürokraten quasi Ausdruck des vorwärtstreibenden Teils des Betriebsrätewesens geworden sind. Wimmer hat sich in einer Kampfabstimmung durchgesetzt mit dem Slogan einer aktiven, kämpferischen Lohnpolitik. Hebenstreit hat sich seine Lorbeeren verdient, also gegen den Willen der Gewerkschaftsführung im Herbst 2013 den Überstundenboykott der Wiener S-Bahnen organisiert hat. Und diese in auf einmal irgendwie zur Spitze kommen und haben sich gestützt auf die kämpferischsten Betriebsräte in ihrem jeweiligen Sektor. Es ist wichtig festzustellen auf dieser Konferenz, dass diese Phase vorbei ist. Also leider, der Wimmer wird nicht der Chavez. Das hat man bei dieser Herbstlohnrunde sehr, sehr deutlich gesehen. Die Sarah Lorenzini und ich, wir waren in Vösendorf und ich habe noch nie gesehen, dass, also, ich beschreibe es einfach so. Diejenigen, die quasi den Wimmer unterstützt haben in den letzten Lohnbewegungen, das waren die Kollegen von den Aufzügen, ThyssenKrupp zum Beispiel, oder die Kolleginnen von Georg Fischer, die sind irgendwie rausgegangen und haben geredet und haben klar gesagt, dass die Taktik falsch ist und zu nichts führt. Anna hat sogar gesagt, wir haben irgendwie verloren aufgrund der Weichschieberei, weil wir immer unsere Kollegen anzündelt haben, nie was Richtiges erkämpft haben und jetzt glauben sie uns nimmer. Die Kollegin Georg Fischer hat gesagt, wir haben gestreikt vor 3 Jahren, jetzt haben sie unser Betrieb in 3 Betriebe aufteilt. Wir machen schon mit, aber da muss man irgendwie wirklich auch gewinnen wollen. Und die Resolution, die die Gewerkschaftsführung präsentiert hat, ist einfach nur da gestanden, den guten Traditionen der österreichischen Sozialpartnerschaft entsprechend, bitten wir die Unternehmer, doch vernünftige, auf Basis von vernünftigen Verhandlungen, einen partnerschaftlichen Abschluss irgendwie zu machen. Und es ist ja klar, wenn man sowas liest irgendwie, oder? Da weiß doch jeder, ich gehe das fünfte Mal in Folge zu meinen Kollegen und vor 3 Jahren, vor 2 Jahren habe ich nur sagen können, wir kämpfen für 5,5%, wir kämpfen für 4%, aber es geht doch niemand kämpfen für Sozialpartnerschaft, wo man doch selber wie ein Arschloch irgendwie behandelt wird jeden Tag im Betrieb, oder? Da kann schon niemand dafür gewinnen. Und das ist irgendwie so gesagt worden, und was ich total interessant gefunden habe, dass dann sogar 2 Kollegen einen Abänderungsantrag in dieser Resolution gestellt haben, indem sie gesagt haben, es muss zumindest drinstehen, dass die Inflation 1,8% ist, damit wir wissen, was das unterste Limit ist. Und dann haben sie gesagt, na, das braucht es nicht und bla bla bla. Das heißt, hier findet eine totale Auseinanderdifferenzierung statt. Und der Flügel in der Arbeiterbewegung, der im Wimmer und im Kollegen Hebenstreit einen Ausdruck gefunden haben, sind jetzt politisch orientierungslos und müssen miteinander diskutieren und müssen sich als Gewerkschaftslinke irgendwie konstituieren. Sie haben keinen Ausdruck mehr. Na? Ja? Okay, gut. Und was auch interessant da in Vösendorf ist, war ziemlich hier und ehrlich, weil diese Betriebsräte, das sind auch privilegierte Leute. Also, also wir dürfen nicht glauben, das sind die Working Class Heroes. Der Linse, unser echt cooler Typ, gestern sein letzter Tag in der Vösstadt,
Dadurch, dass seine Entlassung zur Kündigung umgewandelt worden ist, hat er Benzingutscheine im Wert von 15.000 Euro irgendwie gekriegt. Benzingutscheine für 15 Monate. Also versteht ihr, was ich meine? Also das ist Arbeitsaristokratie. Ja? Und einer hat gesagt, da in Vösendorf, da ist richtig gemerkt, die spüren einen Hauch der Basis, die haben gesagt, wenn ich mit dieser Resolution in Betrieb gehe, die wählen uns ab. Das akzeptieren es nicht mehr, die Kollegen. Und was total interessant ist, der Bruder von der Daniela Holzinger ist im Betriebsrat bei Lenzing, einer der Arbeiter, der hat keinen Freigestellter. Und die hat irgendwie gesagt, er wird nur busseriert von seinen Kollegen. Er traut sich gar nicht mehr zu seinen Kollegen irgendwie zu gehen, weil, was ist passiert in Lenzing? Ein Sparpaket, haben gesagt, alle Gürtel enger schnallen, machen wir alle mit und so. Hat man durchgesetzt, ein paar hundert Leute entlassen. Ja, und jetzt das nächste Sparpaket. Und der Kollege, also diese unterste Hierarchie des Betriebsrats, er sagt, er kriegt von oben keine Information. Der Betriebsratsvorsitzende sagt ihm kein Wort. Und die Kollegen bedrängen und er kann ihnen nichts sagen und sie sind schon total misstrauisch gegenüber ihm. Also das heißt, der Konflikt, der gewerkschaftliche Konflikt verlagert sich immer mehr in die Basis und in die Betriebsratskörperschaften hinein selbst. Und daher steht auch methodisch im Papier drinnen, dass wenn wir diese Arbeit weitermachen wollen, dann müssen wir diese Veränderung erkennen und dann müssen wir in diesen Konflikt, in die Betriebsräte selber und an die Belegschaft irgendwie selbst irgendwie herankommen. Weil alle Betriebsräte haben sich in den letzten 2 Jahren entscheiden müssen, ob sie auf Seite der Belegschaft stehen oder auf Seite des Managements. Es gibt hier keinen Grauschatten mehr. Und daher, ich glaube, wir als Funke können jetzt mega stolz darauf sein, dass wir in Vorarlberg eine Organisation haben, die durch und durch proletarisch ist und gleichzeitig aber dadurch irgendwie keinen großen Kopf kriegt, weiß, dass sie irgendwie schneller wachsen muss und daher auch Jugendarbeit macht etc. Aber es ist total wichtig zu verstehen, dass man dort, wo Vorarlberg ist, in der sozialen Zusammensetzung, da wollen wir als Organisation hin. Wir wollen eine Organisation sein, die tief in der Arbeiterklasse verankert ist, so wie das Militant war. Und die Fokussierung im ADO auf Rebellion, auf die Uni-Arbeit, machen wir nur, um dieses Ziel zu erreichen, nicht als Selbstzweck. Wir wollen die Jugend organisieren, ausbilden und auf die Arbeiterklasse orientieren. Es gibt einen Paragraph in diesem Österreich-Perspektiven-Dokument, was ich entweder Conny und Thomas verdanke, die einfach nur beschrieben haben, wie ihre Kollegen so ticken, Lehrlingskollegen in großen Metallerbetrieben. Und wo ihr dazu gehört, habe ich das zuerst gar nicht glauben können. Und das ist hier verarbeitet. Alkoholismus, Drogenkonsum, Körperbewusstsein und möglichst apolitisch irgendwie. Und das hat mich frappant erinnert, so wie Judas Seifer die Jugend nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise beschrieben hat. Nämlich genau so, hedonistisch, der Finger zeigt zur ganzen Gesellschaft. Und das ist die Stimmung. Was hier beschrieben ist einfach nur, dass die Krise der Gesellschaft immer mehr, in immer mehr Menschen, und wir spüren das selber, zu einer Krise der Persönlichkeit wird, des Selbst, der Unsicherheit in einer komplizierten Welt. Das ist irgendwie das zentrale Motiv. Und das wird nicht in eine stabile, rassistische Gesellschaft umgehen, sondern das ist nur eine Etappe, wo man halt diesen Zorn ausdrückt. Genauso wie nach der Weltwirtschaftskrise nicht sofort der Faschismus irgendwie gekommen ist, sondern der Aufstand der österreichischen Arbeiterbewegung und erst dann hat sich die Reaktion konsolidieren können. Ganz schnell, die Linke, hier gibt es mehrere Zusammenhänge, welche ich angekündigt habe,
es wird vor 2018 was Neues geben. Das ist eine wichtige Frage. Es gibt hier mehrere Zusammenhänge. Einerseits ist es so, dass DSJ gezwungen ist, hier gegen die Partei aufzutreten. Hier ist der Moizi, hängt irgendwie damit drinnen. Aber das Problem ist, dass diese Kräfte eine Orientierung haben auf diese Selbsterneuerung der Partei. Das heißt, sie tun nicht an der objektiven Situation, sondern am subjektiven Überlebenswillen des Apparates irgendwie ansetzen. Daher, und daraus dann sie ihre Strategie ableiten. Ihre Strategie lautet, eine möglichst große Minderheit organisieren auf einem möglichst schwachen Programm. Und das ist einfach zu wenig. Dieser Ansatz wird scheitern. Und dann gibt es so Zusammenhänge, Leute, die sich selbst als organische Intellektuelle verstehen, im Sinne von Gramsci, und die sehen sich schon, bei denen gibt es schon ein paar Leute, die sehen sich schon wie der neue Pablo Iglesias, ja, der neue Massenführer irgendwie. Und die werden ein politisches Auftreten irgendwie haben. Ja. Und wahrscheinlich sogar ziemlich bald schon. Und dann, ein dritter wichtiger Faktor ist die Daniela Holzinger selber. Die ist echt cool. Die ist doch keine reformistische Schulung gegangen, sondern die spiegelt einfach das wider, was die Leute in ihrem Wahlkreis irgendwie sagen. Die geht fix davon aus, dass sie im Jahr 2018 nicht mehr kandidiert werden wird, weil der Apparat schon kräftiger in ihr sägt. Man kennt das, Gerüchtekampagne und anderen Leuten muss anbieten, dass sie dafür was kriegen. Und so. Die wird irgendwie abgesägt werden. Und sie will aber ihr Nationalratsmandat behalten. Und es ist einfach wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren diese Elemente zusammenkommen werden. Und aus der Sicht dieser Gramscianer reicht es irgendwie 5-7% zu haben bei der Parlamentswahl, weil denen geht es nur darum, dass sie wieder Bürokraten irgendwie werden können. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist interessant, einer dieser Vertreter, der hat so ein Gramsci-Zitat gebracht, wo er sagt, man muss gar nicht kämpfen in der Sozialdemokratie, wir können quasi im Schlafwagen, werden wir irgendwie die neue Linke. Und wenn da irgendwie die Syriza, im Sog von Podemos und Syriza, und wenn da die Syriza kritisierst, du, da kommen Argumente, das habe ich zuletzt gehört, zu dem Zeitpunkt, wo wir knapp davor waren, eine Mehrheit in der SE Wien zu kriegen. Und zwar von den gleichen Leuten. Die kämpfen jetzt schon, also mit der schlimmsten Rhetorik gegen eine linke Kritik an einer solchen linksreformistischen Kraft. Weil die wollen sich hier verwirklichen. Wir haben das schon 2011 kritisiert in diesem Artikel, das Gelbe vom Überraschungsei. Und in. Ist ein super Artikel, irgendwie. Ist auf der Funke-Homepage. Trotzki hat im November 34 das Protokoll irgendwie bekommen von der Sitzung der Revolutionären Sozialisten in Wien, wo die Revolutionären Sozialisten revolutionäre Schlüsse aus ihrer Niederlage vom Februar gezogen haben. Und er kritisiert die österreichischen Trotzkisten Schimpf und Schande, Kurt Landau und Frei, weil sie unfähig waren, diese Prozesse rechtzeitig zu erkennen und irgendwie diese tollen Klassenkämpfer irgendwie in ihrer politischen Herausbildung irgendwie zu begleiten und dass die irgendwie alle dann zum Stalinismus übergangen sind. Und nächstes Jahr werden da schon ein paar interessante Sachen passieren mit Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen. Es wird in Wien eine Kandidatur links geben von der SPÖ. In Steiermark gibt es eine etablierte Kraft, links von einer ganz schlimmen SPÖ, nämlich die KPÖ. Das heißt, da wird es irgendwie ganz wichtig werden, hier sich richtig zu positionieren. Das Wichtigste bei dem Ganzen, und mit dieser Idee möchte ich enden, wir haben es in der Hand. Wir entscheiden hier und jetzt und auf dieser Konferenz unter anderem und in unserer ganzen Arbeit, ob wir Kommentatoren werden oder ob wir Akteure dieses Prozesses werden. Die Frage der Revolution, des Sieges der sozialen Revolution in Österreich, ist heute eine numerische Frage. Diese Prozesse sind heute in Vorbereitung in Österreich. Und jetzt werden die Weichen gestellt, ob wir Kommentatoren oder Akteure in diesem Prozess sein werden. Thank you.